Ja, Güven, du bist. Bist du früh? Nee, du bist der Winter-Neu-Rückzugang. Die Jungs fordern, dass du auch was sagst. Ja, warum bist du aus Nieuwelang zurückgekommen? Ja, also vielleicht, wie du halt gesehen hast, in der Hinrunde in Nieuwelang habe ich ja kaum gespielt. Habe vielleicht 2 Saisonspiele gemacht und bin nicht so glücklich geworden und habe auch so ein bisschen den Spaß am Fußball verloren. Und ja, habe dann halt mit Trotti so ein bisschen gesprochen und er sagte, wenn ich halt Interesse hätte, kann ich gerne wieder zurückkommen. Und das war dann auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, klar, ich war ja auch zufrieden in Uedesheim, es lief ja auch gut. Und ja, ich bin jetzt froh, wieder zurück zu sein und werde auf jeden Fall die Rückrunde Gas geben. Ja, du bist zum Spitzenreiter zurückgewechselt. Das weckt Ambitionen. Ne? Du hast ja auch die letzte Saison gut gespielt eigentlich. Besonders am Anfang war es ja sehr, 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 sehr gut. Ja. Und ja, du hast die Chance aufzusteigen, ne? Ja, also ich will versuchen auf jeden Fall an der Leistung anzuknüpfen und versuchen noch was für die Mannschaft zu tun. Und ja, ich werde mein Bestes geben auf jeden Fall, um auch am Ende ganz oben zu stehen. Ich habe eben schon, die Jungs sind am Frotzeln hier hinter uns. Man merkt, sie haben dich gut zurück aufgenommen, ne? Ja, ich hatte echt immer schon guten Kontakt zu den Jungs und von daher ist da unsere Freundschaft nie irgendwie, hat nie gelitten, dass ich jetzt auch nach Nieuwelang gegangen bin, deswegen. Also die Jungs sind auf jeden Fall gut drauf. Konntest du Lukas nicht mitbringen? Lukas will sich auf jeden Fall nochmal in Nieuwelang beweisen und er hat das Zeug dazu und er wird sich da auf jeden Fall auch nochmal durchsetzen. Zum Hallenturnier heute, macht Spaß? Ja, sieht gut aus, ne? Ja, also holprig begonnen. Meine Leistung ist doch nicht das, was ich so von mir vorstelle, aber das wird schon. Also Spiel für Spiel passt das schon. Alles klar. In 3 Wochen geht's gegen Turu. Direkt ein starker Gegner zum Beginn. Wie habt ihr mit Nieuwelang gegen die gespielt? Mit Nieuwelang sind wir, glaube ich, 6-0 untergegangen. Da habe ich persönlich auch nicht gespielt. Und wir müssen auf jeden Fall, jetzt spielen jetzt in Uedesheim und wir sind Tabellenführer, müssen auf jeden Fall ihnen Ausrufezeichen setzen, die Mannschaft unter Druck setzen und dann zeigen, wer halt aufsteigen will am Ende. Deswegen 3 Punkte ist unser Ziel und nichts anderes. Alles klar, hoffen wir das Beste. Danke dir. Danke auch.